Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute gibt es den Lesemonat Mai, der für mich relativ gut gelaufen ist. Insgesamt habe ich 4 Bücher beendet und 2 Hörbücher gehört, kann also ganz zufrieden sein. Aber was im Mai natürlich auch noch für mich ganz besonders hervorgestochen ist, war, dass ich auch noch ein Jahreshighlight gelesen habe. Also ihr werdet auf jeden Fall eins der Bücher, die ich euch heute hier in diesem Lesemonat zeige, Ende des Jahres wiedersehen. Denn ganz, ganz große Highlights, die wandern ja bei mir auch direkt nochmal auf so einen separaten Stapel und die werde ich euch dann natürlich Ende des Jahres zeigen. Und ich bin echt happy, dass es diesen Monat einmal wieder ein Buch geschafft hat, in mein Bücherregal als großes Highlight zu wandern. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich dieses Buch irgendwann in der Zukunft nochmal lesen werde, denn es hat mich schon wirklich sehr beeindruckt. Aber damit fangen wir jetzt nicht an, sondern wir fangen mit einem Hörbuch an, das ich Anfang Mai gehört habe. Und zwar ist es dieses hier. Verweigerung von Graham Moore. Das Ganze habe ich bei BookBeat entdeckt, beziehungsweise ich muss anders anfangen. Eigentlich ist mir das Buch über Instagram aufgefallen. Der Verlag hatte nämlich so ein paar Neuerscheinungen alle zusammen auf ein Bild gepackt und da ist mir eben dieses Buch aufgefallen und dann habe ich mir mal durchgelesen, worum es geht und dann war ich absolut überzeugt, ich muss dieses Buch unbedingt lesen und ich wollte es mir dann eigentlich fast schon kaufen. Dann habe ich mir aber gedacht, jetzt guck doch erstmal, ne? Also ich habe zwar eine ellenlange Hörbuchliste, aber irgendwie wollte ich dieses Buch unbedingt am besten sofort lesen. Ich hatte es nicht da und dann habe ich mir gedacht, ach komm, guck doch mal, ob das BookBeat nicht als Hörbuch im Angebot hat. Und natürlich hatte BookBeat das Buch. Und als ich dann noch gesehen habe, dass es von David Nathan vertont wird, da habe ich dann auch nicht mehr lange überlegt, habe mir das Buch geladen und habe es dann auch in kürzester Zeit durchgehört. Also diese, ich glaube, es geht so um die 11, 12 Stunden ungefähr, die vergingen wie im Flug, liegt aber auch natürlich an David Nathan. Ihr wisst es, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, er ist mein absolut liebster Hörbuchsprecher überhaupt. Also David Nathan vertont ja auch die ganzen Bücher von Stephen King, aber er vertont auch noch einiges anderes und ich habe manchmal so das Gefühl, ich glaube, ich könnte sogar ein Hörbuch hören, das von David Nathan eingesprochen wird, wo mich jetzt eigentlich so als Geschichte überhaupt nicht anspricht, weil er halt einfach ein großartiger Erzähler ist. Und wenn man dann jetzt auch noch ein Buch hat wie dieses hier, Verweigerung, was einen auch noch so total interessiert, wo man nach dem Durchlesen des Klappentextes einfach weiß, das ist genau das Richtige für einen. Und dann hat man noch dazu einen Hörbuchsprecher wie David Nathan mit dabei. Ja, dann sind natürlich so die Weichen für ein großes Highlight auf jeden Fall gestellt. Ja, aber worum geht es in diesem Hörbuch überhaupt? Es geht um ein spektakuläres Gerichtsverfahren. Um nicht zu sagen, dem spektakulärsten Gerichtsverfahren des Jahrzehnts. So wird es zumindest in den Medien beschrieben. Was diesem Gerichtsverfahren allerdings vorausgeht, ist zunächst ein Vermisstenfall. Nämlich verschwindet die junge Schülerin Jessica Silver. Sie ist die Tochter eines großen Immobilienmoguls und es wird natürlich nach ihrem Verschwinden zunächst einmal fieberhaft nach ihr gesucht. Doch irgendwann machen Gerüchte die Runde, dass Jessica ein Verhältnis mit ihrem Lehrer Bobby Nock gehabt haben soll. Als man jetzt aber auch noch im Wagen von Bobby Nock Spuren findet, die darauf hindeuten, dass Jessica Silver einem grausamen Verbrechen zum Opfer gefallen sein muss, wird der Afroamerikaner wegen Mordes angeklagt und vor Gericht gestellt. Jetzt liegt es also an der 12-köpfigen Jury zu entscheiden, ob diese Indizien und die Affäre, die Bobby Nock mit Jessica gehabt haben soll, ausreichen, um ihn wegen Mordes für den Rest seines Lebens hinter Gitter zu schicken. Ja, die Jury ist sich uneins und am Ende wird Bobby Nock freigesprochen. Dies lag aber nur an einer einzigen Geschworenen, nämlich unserer wichtigsten Protagonistin in diesem Buch, Maya. Ja, dieses Hörbuch beginnt jetzt im Prinzip 10 Jahre nach dem, was ich euch gerade erzählt habe. Also Bobby Nock ist bereits seit 10 Jahren wieder frei, aber der Fall wird jetzt noch einmal ganz neu aufgerollt, denn es sind wohl neue Beweise aufgetaucht, die jetzt doch wieder den Verdacht in Richtung Bobby Nock lenken. Als jetzt auch noch einer der Geschworenen, die damals das Urteil gefällt haben, tot aufgefunden wird, da gerät Maya ins Visier der Ermittler. Also ihr seht, in diesem Buch ist jede Menge los und genauso habe ich das auch empfunden, als ich es gehört habe. Mir hat es nämlich herausragend gut gefallen. Und das nicht nur, weil es von David Nathan
exzellent vertont wurde, sondern auch einfach, weil es ein Genuss war, so tief und vor allen Dingen auch so klar in das Thema Juryprozesse einzusteigen. Ich beschäftige mich ja damit sowieso sehr viel, das wisst ihr ja. Ich lese sehr viel über dieses Thema, auch weil ich ja selber True Crime Videos drehe, beschäftige ich mich natürlich immer wieder mit Gerichtsprozessen, schaue sie auch sehr gerne, weil ich an diesem ganzen Prozess unheimlich interessiert bin. Aber was dieses Buch ganz besonders macht, ist, dass wir einfach erfahren, wie es eigentlich ist, Geschworener zu sein. Also, wie läuft dieses Auswahlverfahren ab? Was passiert eigentlich danach? Also, wie werden diese Geschworenen ausgewählt? Und wenn sie ausgewählt sind, was bedeutet es eigentlich, Geschworener zu sein? Also, was bedeutet es jetzt, da zu sitzen als normaler Bürger und dann am Ende aufgrund von, in diesem Fall, Indizien ein Urteil fällen zu müssen? Was passiert eigentlich hinter den verschlossenen Türen eines Jury Rooms? Wir haben natürlich im Hintergrund immer diesen Fall laufen. Wir haben Jessica Silver, dieses junge Mädchen, das ein Verhältnis hatte mit ihrem Lehrer, der jetzt wiederum verdächtigt wird, sie getötet zu haben. Aber es gibt ja überhaupt gar keine Beweise. Es gibt Indizien, aber diese Indizien werden eben von der Staatsanwaltschaft der Jury als Beweise verkauft, möchte ich jetzt mal sagen. Und andersrum haben wir natürlich auch eine Verteidigung, die sagt, dass das alles überhaupt kein Beweis ist. Und so geht die Schlacht vor Gericht hin und her und die Jury sitzt da und wir sind in den Köpfen der Geschworenen, wir sind eben bei den Beratungen mit dabei, wir sind auch so ein bisschen mit dabei, wie es eben diesen Jurymitgliedern geht, wie sie das alles irgendwie verarbeiten, auch so immer mit dem Ausblick darauf, irgendwann eine Entscheidung fällen zu müssen. Und da wir in diesem Buch eben auf zwei Zeitebenen lesen, einmal in der Zeit, wo dieser Gerichtsprozess läuft und einmal in der Zeit 10 Jahre später, wo sich jetzt die Ereignisse erneut überschlagen, haben wir eben beide Seiten. Wir bekommen natürlich auch mit, wie es der Jury, die damals das Urteil gefällt hat, jetzt 10 Jahre später geht. Die Rolle der Medien ist hier in diesem Buch auch sehr präsent. Was die Medien aus so einem Gerichtsprozess eigentlich machen und wie viel Einfluss sie auch haben. Und deswegen auch versucht wird, natürlich die Jury komplett abzukoppeln von sämtlichen Medien. Also das ist alles unheimlich interessant und vor allen Dingen ist es auch spannend. Also das Buch ist ja auch als Thriller deklariert und ich muss sagen, für mich war es auch einer, weil das Buch, trotzdem, dass es auch seine ruhigeren Phasen hat, sehr, sehr spannend gewesen ist. Ja, ihr Lieben, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken könnt, dieses Hörbuch hat mir herausragend gut gefallen. Die Stunden, ich habe es gerade vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, die verflogen wirklich einfach nur so. Ich war von Anfang an auch wirklich gefesselt von dem Schreibstil von Graham Moore und was halt für mich, wie gesagt, ganz besonders gelungen war, ist, wie er es geschafft hat, einem so eine Jury einfach näher zu bringen, diesen ganzen Prozess und alles, was da einfach noch so dahinter steckt. Das war wirklich unheimlich interessant. Und ich glaube, dass es nicht nur für Leute wie mich interessant ist, die sich grundsätzlich für dieses Thema interessieren, weil man muss ja bei diesem Hörbuch auch mit dazu bedenken, dass sich das Ganze vor dem Hintergrund eines möglichen Verbrechens abspielt. Man weiß einfach nicht, was mit Jessica Silver passiert ist und man weiß einfach nicht, ob der Angeklagte Bobby Knock mit dem Verschwinden von Jessica etwas zu tun hat oder nicht. Also das spielt hier natürlich auch eine ganz zentrale Rolle in diesem Hörbuch. Und ich kann nur sagen, dass es mir wirklich unheimlich gut gefallen hat. Es hatte alles, was ein Thriller dieser Art braucht. Und deswegen habe ich es jetzt auch bei den Highlights abgespeichert, was die Hörbücher angeht. Denn ich überlege auch am Ende des Jahres, zusätzlich zu den Büchern, die ich gelesen habe, wo ich ein Highlight-Video machen werde, auch in diesem Jahr mal ein Hörbuch-Highlight-Video extra zu machen, weil ich das auch ganz besonders interessant und wichtig finde. Denn ich weiß, dass unheimlich viele von euch da draußen genauso gerne Hörbuch hören wie ich. Und deswegen finde ich das auch vielleicht am Ende des Jahres interessant, so die spannendsten und besten Hörbücher nochmal extra in ein Video zu packen. Und Verweigerung von Graham Moore gehört auf jeden Fall mit dazu. Wie gesagt, ungekürzt auf BookBeat verfügbar. Und ich werde euch jetzt auch ganz oben in die Infobox auch nochmal meinen ganz persönlichen Link reinschreiben. Wenn ihr da einmal draufklickt, dann kommt ihr direkt zu BookBeat und könnt die Hörbuch-App auch 4 Wochen lang unverbindlich und kostenlos
kostenlos testen und in dieser Zeit so viele Hörbücher hören, wie ihr möchtet und euch dann danach für eine der beiden Abo-Varianten, die BookBeat anbietet, wenn ihr das möchtet, entscheiden. Guckt auf jeden Fall vorbei, genießt einfach mal diese 4 Wochen, um euch mal ein bisschen zurechtzufinden und einfach mal ja, in den über 100.000 Titeln, die BookBeat inzwischen anbietet, zu stöbern und euch einfach mal so ein bisschen durchzuhören, viel für euch auszuprobieren, viel entdecken. So habe ich auch gemacht und ich habe inzwischen eine ellenlange Liste an Hörbüchern, die ich hören möchte und es macht einfach nur wahnsinnig viel Spaß. Vor allen Dingen dann, wenn es so ist wie jetzt hier wieder in diesem Fall, dass ich dieses Buch unbedingt lesen wollte, dass ich unbedingt erfahren wollte, was dahinter steckt und dann eben 2 Minuten später gesehen habe, es ist bei BookBeat ungekürzt, vertont von David Nathan und das war für mich wirklich wieder so, yay, dann kann es sofort losgehen und genauso war es dann auch und ja, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein ganz, ganz tolles Hörbuch und eine große Empfehlung von mir. Machen wir dann mal als nächstes mit dem Buch weiter, über das ich am Anfang des Videos schon gesprochen habe, nämlich über mein Monats- bzw. Jahreshighlight für 2021 und das war Der Verdacht von Ashley Audrain. Ich hatte dieses Buch vorher noch nirgends irgendwo gesehen. Es ist mir beim Stöbern auf Amazon aufgefallen durchs Cover und ich dachte mir, ja, liest dir doch mal durch, worum es da geht. Und nachdem ich das durchgelesen habe, da stand für mich fest, ich möchte dieses Buch unbedingt lesen. Ich habe es dann beim Verlag angefragt, beim Pinguin Verlag, der hat es mir zugeschickt und als es hier ankam, habe ich noch am selben Abend angefangen, es zu lesen. Und am darauf folgenden Abend war ich dann mit diesen 300 Seiten durch. Das lag zuallererst einmal am Schreibstil von Ashley Audrain, von der ich vorher noch nie was gehört, geschweige denn irgendwas gelesen habe. Das werde ich aber in Zukunft definitiv tun. Also ich werde die Autorin im Auge behalten und ich möchte alles von ihr lesen, was sie in Zukunft schreibt, denn ich finde, sie hat einen unheimlich fesselnden Schreibstil. Also da könnte ich auch 1000 Seiten davon lesen. Das ist bei mir wirklich immer sehr, sehr interessant. Es gibt Bücher, die schlage ich auf und fange an zu lesen und dann stolper ich und dann komme ich nicht richtig weiter und dann greife ich nicht ganz so oft zu dem Buch, einfach weil ich mit dem Schreibstil nicht so gut zurechtkomme. Ich gewöhne mich dann mit der Zeit dran und wenn mich ein Buch dann interessiert, dann lese ich es auch zu Ende, auch wenn der Schreibstil mir jetzt nicht ganz so liegt. Wenn es aber natürlich so ist wie hier, dass ein wirklich großartiger Schreibstil sich verbindet mit einer unheimlich interessanten Geschichte, dann ja, ist es natürlich ein Highlight-Garant. Und genauso war es hier. Warum hat mich dieses Buch jetzt so gefesselt? Warum ist es ein Jahreshighlight geworden? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Und ich habe es auch in meinem Neuzugänge-Video schon gesagt, ich glaube, dieses Buch ist auch tatsächlich keins, was ich uneingeschränkt empfehlen könnte und möchte. Ich meine, gut, bei welchem Buch kann man das jetzt schon, dass man einfach sagt, das kann einfach mal jeder lesen oder das soll einfach mal jeder lesen, das finde ich eh immer ein bisschen schwierig, ne? Also wir haben alle unterschiedliche Ansprüche, unterschiedliche Geschmäcker, aber vor allen Dingen unterschiedliche Schmerzgrenzen. Und das ist bei einem Buch wie diesem hier auch ganz besonders wichtig nochmal zu erwähnen, denn es geht hier um eine Frau, die nicht imstande ist, ihr Kind zu lieben. Und das ist natürlich eine Thematik, die erstens mal triggern kann. Und zweitens ist es natürlich auch so, dass viele wahrscheinlich sich auch mit diesem Thema nicht auseinandersetzen können und wollen. Und das sollte man auf jeden Fall bedenken, wenn man vielleicht überlegt, es zu lesen. Ich habe das bedacht, ich habe mir vorher genau durchgelesen, worum es hier gehen soll, habe auch nochmal hier drin durchgelesen, das würde ich auch nochmal empfehlen, bevor man sich darauf einlässt und dann war mir klar, ich möchte es auf jeden Fall lesen und ich glaube, dass Blythe, unsere Protagonistin hier, wieder mal eine der Protagonistinnen sein wird, die mir nie wieder aus dem Kopf gehen und das lag an 2 wichtigen Dingen. Zum einen daran, dass Ashley Audrain sich dazu entschieden hat, Blythe dem Leser die Geschichte ihres Lebens selbst erzählen zu lassen. Also sie ist die Ich-Erzählerin, wir erfahren alles aus ihrem Mund. Wir sind in ihrem Kopf. Wir sind diejenigen, der sie ihre Geschichte erzählt. Ich glaube nicht, dass dieses Buch bei mir so gut funktioniert hätte, wenn wir den unbekannten Erzähler gehabt hätten. Ich glaube, dass dieses Buch deswegen so eine Wucht hat, weil Blythe es uns selbst erzählt. Und gerade wenn wir so eine Thematik haben, die sehr, sehr schwierig ist, die den Leser auch wahrscheinlich zwiegespalten oftmals zurücklässt, wo er nicht recht weiß oder wo er auch vielleicht versucht, an manchen Stellen zu mauern und das gar nicht hören wollen, wir wollen das gar nicht hören, dann ist es natürlich nochmal extremer, wenn wir es von der Person, die es gerade erlebt, selbst erfahren. Also das ist was ich hier wirklich
extrem ausschlaggebend fand, dass dieses Buch auf mich so eine Wirkung hatte. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Blythe schonungslos, ehrlich und offen mit dem Leser ist. Von Anfang an. Also sie verbirgt nichts, sie hält nichts hinterm Berg, sie teilt einfach mit uns das, was in ihrem Kopf vorgeht. Sowohl ihre Gedanken als auch ihre Gefühle, alles teilt sie mit uns ganz offen und schonungslos. Und das ist natürlich auch was dazu geführt hat, dass ich mich von diesem Buch nicht mehr lösen konnte. Ja, wir lernen Blythe, unsere Protagonistin, natürlich gleich direkt hier am Anfang kennen. Sie fängt an, über sich zu erzählen, über ihr Leben, über ihre Vergangenheit. Und dann fängt sie an zu erzählen, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, wie sie ihn geheiratet hat und wie glücklich die beiden zusammen sind. Und jetzt wünschen sie sich eine Familie, sie wünschen sich ein Kind. Und Blythe hat vor, eine unheimlich gute Mutter zu werden. Schon allein deswegen, weil sie selbst keine Mutter hatte, die sehr liebevoll zu ihr war. Und deswegen bemüht sie sich noch mehr, schon in der Schwangerschaft alles dafür zu tun, dass ihr Kind ein glückliches Kind wird, dass sie alles dafür tut, dass sie die perfekte Mutter wird, eine gute Mutter wird, eine liebevolle Mutter wird. Das alles spielt für Blythe eine unheimlich große Rolle, wie gesagt, bereits während ihrer Schwangerschaft. Und dann sind wir an diesem Buch auch ganz bald an dem Punkt, wo Violet geboren wird. Das absolute Wunschkind von Blythe und ihrem Mann. Und wir sind bei dieser Geburt mit dabei. Und im Prinzip ging es da schon los. Denn diese Geburt, die streckt sich in diesem Buch über viele Seiten. Und ich war ja jetzt schon tatsächlich, vor allen Dingen, wenn wir bei den historischen Romanen sind, schon sehr oft in Büchern bei einer Geburt mit dabei. Aber noch nie war eine Geburt für mich in einem Buch so beschrieben wie diese hier. Blythe erzählt, was sie gefühlt hat, was sie gespürt hat, was das mit ihr gemacht hat. Die ganzen Gedanken, die in ihrem Kopf in diesen Stunden waren, als sie da im Krankenhaus war. Als das Kind dann auch kam, als es da war, das alles, also ich habe diese Szenen gelesen, ich konnte überhaupt, ich wirklich, wenn um mich herum hier irgendwie, keine Ahnung, sonst was passiert wäre, ich glaube, ich hätte es einfach gar nicht mitbekommen, weil das so eindringlich war. Und sowas habe ich auch vorher in der Art tatsächlich noch nicht in einem Buch miterlebt, dass wir wirklich so nah dran sind. Also das war schon einmalig und so ging es ja im Prinzip dann eigentlich auch schon los. Denn dann ist sie da, die kleine Violet. Und somit sind dann auch Blythe Gefühle für dieses Kind da, beziehungsweise nicht da. Ich hatte es euch ja vorhin schon gesagt, Blythe ist eine Protagonistin, die nicht hinterm Berg hält. Sie ist ehrlich und sie sagt auch, wie unheimlich schlecht sie sich fühlt, weil sie eben nichts fühlt. Wie gerne sie es tun würde, aber sie tut es einfach nicht. Wie unheimlich sie sich bemüht. Sie bemüht sich wirklich. Sie führt hier ein Schauspiel auf, auch für ihren Mann, für sich selbst und ist wirklich schon am Verzweifeln. Und diese Verzweiflung spürt man und man wünscht sich so sehr für sie, dass es anders wäre, aber es ist eben nun mal einfach nicht anders. Es ist nicht anders und da kann man sich das noch so sehr wünschen und von Seite zu Seite als Leser wünscht man sich mehr, dass es für Blythe, auch für sie sich ändert. Also nicht nur für Violet, sondern vor allen Dingen auch für Blythe sich das ändert. Aber so ist es eben nun mal nicht. Es stellt sich dann auch irgendwann einmal heraus, dass auch Violet eine ablehnende Haltung gegenüber Blythe hat. Und das jetzt einfach alles zu lesen, was sich da so in den Wochen, Monaten und auch Jahren nach Violets Geburt zwischen diesen beiden, zwischen Mutter und Tochter, was sich da abspielt. Das ist wirklich unheimlich eindringlich hier erzählt. Wir kommen dann irgendwann an einen Punkt, an dem Blythe ihr zweites Kind bekommt. Und dann beginnt sich dieses Buch auch zu verändern. Brechen dann unermessliche Tragödien über diese Familie herein, auf die ich jetzt an dieser Stelle natürlich nicht mehr eingehen werde. Worauf ich aber nochmal eingehen werde, ist der Schluss. Nicht, dass ich euch jetzt irgendwas übers Ende verraten werde, nein. Ich möchte euch aber sagen, wie ich mich am Ende dieses Buches gefühlt habe. Und zwar habe ich den Schluss, beziehungsweise den letzten Satz hier,
den habe ich wirklich einfach nur mit einem Seufzer hingenommen, mit einem Seufzer der Erleichterung. Und da werden sich jetzt diejenigen von euch, die dieses Buch beendet haben, fragen, ob es bei mir irgendwie noch ganz rund läuft, denn das Ende jetzt mit einem Seufzer der Erleichterung hinzunehmen, das passt ja wirklich nicht zu diesem Ende hier. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich war erleichtert, denn ich hatte ein bisschen Angst. Gerade als ich dann so noch 50, 60 Seiten hatte, wo wir dann wirklich schon zum Ende hingegangen sind, hatte ich einfach Angst, dass Ashley O'Drain sich vielleicht doch entscheidet, das Ende so zu schreiben, dass, ich sag's jetzt einfach mal ganz salopp, dass man als Leser doch noch vielleicht gut schlafen kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir kann ja jetzt ein Schluss eines Buches, das ich wirklich unheimlich gut fand, kann mir nicht das ganze Buch versauen. Also ich bin jetzt nicht vom ganzen Buch enttäuscht, nur wenn der Schluss mir nicht gefällt. Aber gerade in so einem Buch wollte ich nicht enttäuscht werden. Ich wollte nicht enttäuscht werden am Ende und wollte nicht, dass Ashley O'Drain jetzt vielleicht doch zugunsten des Lesers hier irgendwas doch am Ende dann nochmal in eine Richtung dreht. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel verrate. In eine Richtung dreht, dass es uns dann irgendwie besser geht als Leser. Das wollte ich nicht. Das wollte ich gerade für dieses Buch nicht. Das wollte ich auch für Blythe nicht, weil das Ganze so unheimlich mitreißend gewesen ist, dass ich mich am Schluss jetzt nicht ich wollte mich irgendwie dann jetzt nicht auf einen Schluss einlassen, der jetzt alles wieder in eine andere Richtung biegt, nur dass es mir dann irgendwie besser geht dann oder dass es vielleicht vielen da draußen besser geht. Und ich war einfach nur erleichtert, wirklich erleichtert, dass Ashley O'Drain das nicht gemacht hat. Ich glaube, dass sie mit diesem Schluss sehr vielen auf den Schlips treten wird, dass da ganz, ganz viele enttäuscht sind und dass sie sich genau vielleicht das Umgekehrte wünschen, dass sie sich wünschen, sie hätte es anders gemacht. Aber ich bin einfach nur froh, dass sie es nicht getan hat. Das hört sich jetzt alles ein bisschen kryptisch an, ist aber total zu verstehen, wenn man das Buch beendet hat, weil dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich damit meine. Und ich bin wirklich froh, dass ich dann auch, als ich es zugemacht habe, zwar vielleicht in der Nacht nicht so gut schlafen konnte, aber dass das dieses Buch für mich auch wirklich zum Jahreshighlight gemacht hat. Ja, nachdem ich dann den Verdacht beendet hatte, habe ich erstmal 2 oder ich glaube sogar 3 Tage überhaupt nichts gelesen. Vielleicht kennt ihr das, ne? Wenn ihr so ein Buch beendet habt, das euch so mitgenommen hat, dann stellt sich natürlich auch die Frage, gut, was lese ich jetzt überhaupt als nächstes? Also ich war dann erstmal so ein bisschen, habe ich aber dann entschieden, mit dem neuen Buch von Evie Dunmore anzufangen, aus dem Lux Verlag, Die Rebellinnen von Oxford. Das ist der erste Teil Verwegen. Ich glaube, dass der zweite und der dritte Teil auch noch in diesem Jahr kommen. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, den zweiten werde ich auf jeden Fall lesen, weil ich fand das Buch wirklich okay. Ich fand es gut. Ich mochte es gerne. Es ging schnell zu lesen und es hat eben genau das für mich getan, was ich mir erhofft hatte. Nämlich, es hat mich gut unterhalten. Es geht in diesem Buch um unsere Protagonistin Annabel Archer und Annabel möchte gerne in Oxford studieren. Doch 1781, wo dieses Buch hier beginnt, ist das natürlich alles andere als einfach, als Frau in Oxford zu studieren, wie wir wissen. Annabel schafft es trotzdem, ein Stipendium zu bekommen, denn es gibt jetzt schon mehrere Organisationen, die eben auch Geld dafür sammeln, um dafür zu sorgen, dass Frauen die Möglichkeit geboten wird, zu studieren. Und genau so ein Stipendium bekommt Annabel. Ja, zuerst muss sie sich mit ihrem Onkel, bei dem sie lebt und arbeitet, so ein bisschen streiten. Der lässt sie aber dann trotzdem ziehen und sie beginnt dann ihr Studium in Oxford. Ja, Annabel schließt sich dann mit mehreren anderen Frauen zusammen und sie geht mit ihnen dann auf die Straße und versucht für ihre Überzeugungen und für das, was sie fordert, auch zu kämpfen. Und bei einer der Kundgebungen läuft sie dann einem Mann in die Arme, der genau zu der Sorte gehört, den Annabel und ihre Mitstreiterin unbedingt brauchen. Denn er hat sowohl Einfluss auf die Politik als aber auch, was besonders wichtig ist, auf den Adel. Denn sie läuft dem Herzog Sebastian Devereux, ja, sprichwörtlich in die Arme, beziehungsweise man muss es anders sagen, sie stolpert und er fängt sie auf. Wie sollte es auch anders sein? Ja, und daraufhin wird sie dann von ihm eingeladen. Diese Einladung nimmt sie gerne an und sie versucht ihn jetzt natürlich so ein bisschen von ihrer Sache zu überzeugen, mit allem, was ihr dazu zur Verfügung steht. Und der Herzog ist auch recht beeindruckt von Annabel, vor allen Dingen von ihrer Willensstärke und von ihrem Ehrgeiz. Und Annabel ist auch sehr beeindruckt von einigem, was der Herzog so zu bieten hat. Allerdings merkt sie dann auch ganz schnell, dass es ihm wohl
am Interesse für ihre Sache gänzlich fehlt. Und deswegen driften die beiden wieder so ein bisschen auseinander. Aber ihr kennt es ja in Liebesgeschichten dieser Art. Das Ganze ist natürlich dann ein Riesendrama. Es geht hin, es geht her und alles vor dem Hintergrund von Oxford. Klug, stark und leidenschaftlich. Eine Heldin, die ihr Recht auf Glück einfordert und ein Held zum Dahinschmelzen, der durch sie erst lernt, für was es sich im Leben wirklich zu kämpfen lohnt. Ja, also wie gesagt, ich fand das Buch unterhaltsam. Ich würde es jetzt nicht als historischen Roman mit besonders viel Tiefgang oder sowas bezeichnen, ganz im Gegenteil. Also es ist eine Liebesgeschichte und man sollte jetzt auch nicht unbedingt so viel mehr davon erwarten. Habe ich aber gar nicht und deswegen hat dieses Buch meine Erwartungen auch erfüllt. Es hat mich gut unterhalten und es hat mich auch so gut unterhalten, dass ich mir auf jeden Fall den zweiten Teil hier dann besorgen und lesen werde. Was mich ebenfalls großartig unterhalten hat, aber wieder auf eine ganz andere Art und Weise, war ein Krimi, den ich im Mai gelesen habe, nämlich dieses Buch hier, In Aufruhr von Inga Vesper. Das Buch ist mir aufgefallen, als ich beim Rowohlt Verlag mich durchs Verlagsprogramm durchgeblättert habe. Ja, das mache ich bei meinen Lieblingsverlagen einfach immer. Da bin ich immer auf der Suche nach irgendwas, was mir da vielleicht doch entgehen könnte. Und ich habe das Cover gesehen und ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Die Frau, die hier hinter der Glasscheibe, hinter dem Vorhang den Besen schwingt, das ist unsere Protagonistin Ruby. Es ist Sommer 1959 in der kleinen Stadt Sunny Lakes in Kalifornien und Ruby arbeitet für eine sehr reiche Familie, nämlich die Familie Haynes. Dort putzt sie das Haus. Ja, sie möchte sich so ein bisschen was zusammensparen, denn sie möchte unbedingt aufs College gehen, was aktuell für Ruby aber noch ein großer Traum ist. Denn Ruby stammt nicht aus Sunny Lakes, sondern aus South Central. Noch dazu ist sie schwarz und arm und weiß aktuell noch nicht, ob sie sich die Wünsche, die sie für ihre Zukunft hat, überhaupt erfüllen kann. Ja, eines Freitags putzt Ruby wieder einmal bei der Familie Haynes, als sie in die Küche läuft und dort die beiden Kinder der Familie trifft. Aber nicht nur die beiden Kinder trifft sie dort, sondern sie findet einen großen Blutfleck auf dem Boden. Sie ist so erschrocken darüber, dass sie sofort die Polizei anruft und diese kommt dann und vermutet sofort ein Verbrechen. Denn Mrs. Haynes ist spurlos verschwunden. Ja, da Ruby die Einzige war mit den beiden Kindern der Familie, die an diesem Nachmittag im Haus gewesen ist. Und da sie auch diejenige war, die diese große Blutlache in der Küche entdeckt hat, wird natürlich auch sie die Erste sein, die Detective Mick Blank, der mit dem Fall betraut wird, jetzt aufsucht und mit ihr natürlich sprechen möchte. Vor allen Dingen aber auch deswegen, weil Ruby mehr als jeder andere über die Geheimnisse Bescheid weiß, die hinter den geschlossenen Vorhängen der Sunny Lakes Häuser lauern. Ja, und von diesem Zeitpunkt an arbeitet Ruby mit unserem Detective Mick Blank zusammen, um überhaupt herauszufinden, was in diesem Haus passiert ist. Wo Mrs. Haynes eigentlich ist, wie dieses Blut in die Küche kommt und was sich für Familiengeheimnisse und Dramen hinter den Mauern dieser schönen, großen, weißen Häuser in Sunny Lakes mit glücklichen und zufriedenen Familien zu abspielen. Und das lesen wir hier auf diesen knapp 500 Seiten in diesem Buch, die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben. Vor allen Dingen lag das an den Protagonisten. Also sowohl an unserer Protagonistin Ruby, als aber vor allen Dingen auch an unserem Detective hier. Ich mochte beide wahnsinnig gerne und ich mochte vor allen Dingen beide zusammen wahnsinnig gerne. Krimis haben ja immer so ein bisschen den Stempel, zumindest habe ich das Gefühl und höre das auch immer wieder, dass sie nicht ganz so spannend sein sollen wie ein Thriller. Ne? Also ich habe schon öfter mal gehört, ach Gott, vergiss den Krimi, kauf dir lieber einen anständigen Thriller, da hast du viel mehr davon, das ist viel spannender. Ja, die Erfahrung habe ich jetzt in der Vergangenheit eigentlich nicht gemacht, obwohl ich jetzt nicht ganz so viele Krimis lese, wie ich jetzt Thriller lese. Es ist trotzdem so, dass Krimis ihren ganz besonderen eigenen Charme haben, wie ich finde. Und genau den hier findet man auch in diesem Buch von Inga Vesper, deren Schreibstil übrigens auch klasse ist. Also auch hier wieder super schöner Schreibstil, toller Aufbau vom Buch. Natürlich kommt die Zeit mit dazu. Wir sind hier 1959 in Kalifornien. Ja? Also wir begleiten Ruby, die eben schwarz ist, die in einem Viertel der Stadt wohnt, das eben ein ganz anderes ist als das Viertel, in dem sie jetzt arbeitet. Und das ist auch eine ganz, ganz andere Gegend wie die Gegend, in der zum Beispiel auch unser Detective wohnt. Also es treffen da einfach drei völlig verschiedene
Gegenden aufeinander, wo die Menschen wohnen und wie sie wohnen und mit wem sie sich dort abgeben und so weiter und so fort. Ne? Also diese ganzen Unterschiede, obwohl man eigentlich gar nicht weit auseinander wohnt, so diese Viertel, die spielen hier auch eine große Rolle. Und man merkt es vor allen Dingen auch zwischen beiden Unterhaltungen, zwischen Ruby und Detective McBlake. Also wenn sich die beiden unterhalten, die führen sehr interessante Gespräche, die sich dann auch irgendwann mal vom Fall entfernen und irgendwie zum Alltag kommen, wie er seinen Alltag erlebt mit seiner Frau zu Hause, wie Ruby ihren Alltag erlebt und wie die beiden dann den Alltag von Sunny Lakes erleben, wenn sie dann diesen Fall aufklären wollen. Also das sind wirklich Welten dazwischen und das merken die beiden natürlich auch, weil sie sich halt durch den Fall halt auch immer näher kommen und einfach interessante Gespräche miteinander führen. Und daneben muss natürlich jetzt auch noch herausgefunden werden, was in diesem Haus an diesem Tag passiert ist. Also Spannung, tolle Protagonisten, schöner Schreibstil, alles in allem hat mir auch dieses Buch wirklich gut gefallen. Und damit sind wir dann beim letzten Buch für dieses Video angekommen und das Buch war auch der Grund, warum ich nicht mehr geschafft habe im Mai, denn es war schon wirklich ein sehr dicker Klopper hier. Der neue John Grisham, der Polizist, aber ich habe mich wahnsinnig auf dieses Buch gefreut. Nicht zuletzt deswegen, weil wir einen alten Bekannten wieder treffen, nämlich Jake Brigains. Ja, der Strafverteidiger, der in John Grishams Buch die Jury Carly Haley vor Gericht verteidigt hat. Vielleicht werden die einen oder anderen von euch die Jury gelesen haben. Und falls nicht, habt ihr vielleicht die großartige Buchverfilmung gesehen. Also wirklich, ich sage das nicht über sehr viele Buchverfilmungen, aber diese war ja wirklich mal zu 100% gelungen. Und ja, Jake Brigains spielt also auch hier wieder eine wichtige Rolle. Dieses Mal soll er einen 16-jährigen Jungen vor Gericht verteidigen, der seinen Stiefvater erschossen hat. Sein Stiefvater war aber auch Polizist und die Frage ist jetzt, war es Mord oder war es Selbstverteidigung? Denn ja, der Stiefvater, der Polizist, war gewalttätig gegenüber seinen beiden Stiefkindern, aber vor allen Dingen auch gegenüber seiner Frau. Und der Junge sagt, er hat ihn erschossen, weil er sich selbst und seine Schwester und auch seine Mutter verteidigen musste. Jake Brigains ist zunächst einmal gar nicht so angetan, diesen Fall zu übernehmen, denn der Fall von Carly Haley steckt ihm noch in den Knochen und auch seiner Frau und seiner Tochter. Also man merkt dann auch, dass der Fall von Carly Haley noch gar nicht so lange zurückliegt. Ich habe hier in dem Buch dann auch gelesen, es ist wohl 6 Jahre erst her oder 7 Jahre, dass Jake Brigains Carly Haley vor Gericht verteidigt hat und jetzt kommt eben wieder ein Fall, der eben, ja, die Emotionen sehr hochkochen lässt in dieser Stadt und schon wieder ist Jake Brigains derjenige, der sich dem Ganzen jetzt als Anwalt stellt für die Verteidigung. Ja, dass dieses Buch hier für John Grisham eine, so steht es hier hinten drauf, Herzensangelegenheit gewesen ist, das finde ich, merkt man hier in jeder Zeile. Was ich auch ganz interessant finde, ist das Nachwort hier, das ihr unbedingt lesen solltet, denn eigentlich wäre der Titel, beziehungsweise, was heißt eigentlich, der Originaltitel für dieses Buch ist nämlich A Time for Mercy. Und das passt, wie ich finde, auch sehr, sehr gut zu diesem Buch. Vor allen Dingen der Anfang hier, also so die ersten 30, 40, 50 Seiten waren so eindringlich, weil man eben am Anfang die Tat an sich erzählt bekommt von John Grisham. Also man ist dabei, als der Polizist eben von seinem Stiefsohn erschossen wird und alles, was halt dann danach passiert. Auch wie Jake Brigains dann in diesen Fall überhaupt hineinkommt, wie er an ihn herangetragen wird und die ganzen Namen, die einem einfach was sagen, die alle so ein bisschen im Kopf klingen, wiederzulesen, war einfach so toll, weil ich halt diese Protagonisten alle aus der Jury schon kenne. Also ihr müsst jetzt das Buch nicht gelesen haben, um hier mitzukommen, überhaupt nicht, aber mir haben halt die alle irgendwie auch was gesagt. Ne? Es war halt einfach toll, so viele Jahre später jetzt ein Buch zu lesen, das aber eigentlich erst kurze Zeit nach der Jury spielt. Also das war für mich einfach so total toll. Es war, als wenn ich wieder irgendwie in der Zeit zurück wäre und einfach direkt wieder die Jury lesen könnte und jetzt danach dieses Buch. Das ist irgendwie so eins. Also liegt wahrscheinlich auch an Jake Brigains als Protagonisten, aber es war halt einfach toll, wieder bei ihm zu sein, bei seiner Familie. Auch seine Frau Carla spielt hier natürlich wieder eine große Rolle. Sie steht ihm ja immer zur Seite und man hat hier dann eben einfach auch einen Einblick in sein Leben aus den letzten Jahren nach diesem großen Prozess gegen Carly Haley bekommen und
was es auch mit ihm und mit seinem Leben gemacht hat. Und jetzt sind wir eben hier in diesem Fall. Und das war, wie gesagt, super interessant, direkt gleich am Anfang, so die ersten 50, 100 Seiten. Aber dann auch die nächsten, sage ich jetzt mal 100, 150 Seiten bis zur Mitte hin, waren wirklich sehr, sehr interessant. Es hat sich einfach so viel aufgebaut, so viel entwickelt. Dann kam für mich aber auch eine etwas gestrecktere Phase. Das ist oftmals bei John Grisham so. Er schreibt eben immer sehr, sehr dicke Bücher. Er gibt dem Leser sehr viele Informationen mit, vor allen Dingen rund um den Fall, was verschiedene Behörden, die Menschen, die dort arbeiten, was sie dort tun, wer mit wem irgendwie in Zusammenhang steht, wer mit wem telefoniert und so weiter. Und es ist sehr, sehr viel auch immer, aber es gehört halt irgendwie alles zu dieser Geschichte mit dazu, weswegen es mich jetzt auch nicht gelangweilt hat. Also das kann ich jetzt nicht sagen, aber es war doch schon sehr im Mittelteil langgezogen. Was aber absolut nichts daran geändert hat, dass mir der Polizist von John Grisham wirklich ganz besonders gut gefallen hat. Man kennt das von John, oder ich kenne das von John Grisham. Er hat immer wieder mal Phasen drin, wo man ein bisschen einen längeren Atem braucht. Und auch hier ist das der Fall. Nichtsdestotrotz, der Einstieg in dieses Buch und das, was dann danach passiert ist, so wieder mitzubekommen, wie es Jake Brigains ergangen ist, wie er jetzt mit derselben Leidenschaft wie damals bei Carly Haley für diesen Jungen eintritt, diese Leidenschaft eben einfach. Und das hat mich so wie so eine Welle in dieses Buch, in diese Geschichte reingetragen. Und dann kam eben so ein bisschen diese Phasen, wo ich ein bisschen einen längeren Atem brauchte. Und dann ging das aber wieder in die Geschichte mit rein. Es gab dann immer wieder mal Szenen, wo ich den Atem angehalten habe, wo ich auch wirklich so ein bisschen Angst hatte, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Was wird jetzt passieren? Das hat das Ganze wieder wettgemacht. Und hinten raus war es eben dann einfach die Geschichte und die tollen Protagonisten hier, die diesen Grisham ja für mich doch zu was Besonderem gemacht haben, und deswegen gehört er auch zu dem Besten vom Autor, was ich bisher gelesen habe. Ja, meine Lieben, das war's jetzt mit meinem Lesemonat für den Mai. Alle Bücher, die ich euch gezeigt habe und natürlich auch das Hörbuch, sind unten in der Infobox verlinkt, genauso natürlich wie mein Zugangslink zu BookBeat, habe ich euch gerade vorhin auch schon gesagt. Schaut gerne in der Infobox vorbei, wenn ihr noch mehr auch zu den Büchern wissen möchtet. Ansonsten freue ich mich natürlich über Feedback von euch unten in den Kommentaren. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!